Die beste Heimmannschaft trifft heute auf das beste Auswärtsteam. Gleich kann's losgehen. Wir bedanken uns auch heute wieder bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Bei bestem Fußballwetter melden wir uns heute, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Sehr interessantes Duell heute. Es spielt die beste Heimmannschaft gegen die beste Auswärtsmannschaft. Also Wolf, das ist wirklich ein spannendes Spiel hier. Da freue ich mich extrem drauf. Beide strotzen vor Selbstbewusstsein. Kein Wunder bei diesen Statistiken. Aber schauen wir mal, wessen Serie heute vielleicht reißt. Wer den kürzeren zieht. Es wirkt im Vorhinein auf mich alles extrem ausgeglichen. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Sie gehen mit einem 5-3-2 in dieses Spiel. Fünferkette also hinten. Wir werden sehen, wie offensiv dann die Außenverteidiger ihre Rolle interpretieren. Borussia Mönchengladbach geht heute so in dieses Spiel. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Kann losgehen. Gladbach mit dem Anstoß. Schauen wir mal, wie sie ins Spiel reinkommen. Sie suchen die Lücke. Nebenleute bieten sich gut an. Er ist frei in der Mitte. Super Kopfball, aber gehalten. Klasse Aktion von beiden mit dem besseren Ende für den Torwart. Gauss. Jetzt hätten sie Platz auf außen. Und die Flanke hat er. Player. Weigel. Alassane Player. Guter Vorstoß. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Wird das was? Ball kommt nach hinten. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Schmidt. Gladbach hat den Ball. Sie haben zuletzt auswärts ja verloren. Das soll heute ganz anders werden. 0-3. Das war ein herber Dämpfer. Aber sie scheinen mir heute sehr motiviert zu sein und vielleicht gibt es was Zählbares. Auf außen ist jetzt Platz. Er ist noch heiß. Aber er kann aufatmen aus dieser Szene. Wird erstmal nichts. Player. Exzellentes Zweikampfverhalten. Sie bieten sich an. Etwas zu unpräzise in dieser Situation. Ja, stramm war er, absolut. Aber vielleicht wäre es doch der Schlenzer gewesen.
Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Wichtiges Tackling hier. Ganz stark. Er zieht vorbei. Und das könnte jetzt rot geben. Es gibt die rote Karte. Völlig vertretbar. Die einzige Option in dieser Situation. Freistoß kommt, exzellent, aber die Parade, die war sogar noch besser. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Die Ecke kommt. Es gibt Ecke. Da ist er da. Den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Ecke kommt in den 16er. Ball kommt nicht an. Player. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Chance über außen. Flanke landet beim Gegner. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, der war wirklich gut. Es wird eine Auswechslung geben. So, Ecke kommt. Auch nach dieser Chance auf beiden Seiten weiter keine Tore. Die halten bisher alles, was es zu halten gibt. Das ist eine ganz starke Vorstellung. Da kommt die Ecke. Scheint so, als gäbe es heute keine Tore geschehen. Ja, zumindest nicht, wenn die Walter beide so gut defensiv stehen. Alle Chancen vereitelt. Ball kommt lang. Der Keeper hat den Ball, der war nicht platziert genug.
wünschen wir und Dr. Sandy. Möchten auch Sie Ihre Liebsten grüßen? Dann schicken Sie jetzt Ihre Botschaft an angezeigte Telefonnummer. Kann sich durchsetzen. Schmidt. Ah, da muss mehr kommen vom Verteidiger. Ball kommt rein. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Spiel läuft wieder, Gladbach ist hinten, jetzt muss eine Reaktion kommen. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Mit viel Übersicht. Der Ball war gut, aber dann können sie doch nichts draus machen. Fängt diesen Ball ab. Abwehr muss aufpassen. Sie kommen, sind da erstmal nicht vom Ball zu trennen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Er passt gut auf und hat den Ball. Player. Jetzt haben sie vielleicht noch mal die Chance. Er ist frei, da kann was draus werden. Schmidt. Jetzt die Hereingabe an den kurzen Pfosten. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Jetzt können Sie es entscheiden. Der ist drin und damit gehen Sie hier kurz vor Schluss mit 2 Toren in Führung. Wir sehen es hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch, lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Und jetzt die Chance. Da passt der Torhüter auf. Ecke in die Mitte. Das Spiel ist zu Ende, das war's. Und für die Gastgeber ist es ein Sieg geworden. Sie bauen ihre tolle Heimbilanz mit dem Sieg aus. Das ist schon beeindruckend, wie sie vor den eigenen Fans auftreten.